Des Sokrates Verteidigung. 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. 2. Gegen das nun, was meine ersten Ankläger geklagt haben, sei diese Verteidigung hinlänglich vor euch. Gegen Meletus aber, den guten und vaterlandsliebenden, wie er ja sagt, und gegen die späteren will ich hiernächst versuchen, mich zu verteidigen. Wiederum also lasst uns, wie sie denn andere Ankläger sind, nun auch ihre beschworene Klage vornehmen. Sie lautet aber etwa so: Sokrates, sagte er, frevle, indem er die Jugend verderbe und die Götter, welche der Staat annimmt, nicht annehme, sondern anderes, neues, daimonisches. Das ist die Beschuldigung, und von dieser Beschuldigung wollen wir nun jedes einzelne untersuchen. Er sagt also: Ich frevle durch Verderb der Jugend. Ich aber, ihr Athener, sage: Meletos frevelt, indem er mit ernsthaften Dingen Scherz treibt und leichtsinnig Menschen aufs Leben anklagt und sich eifrig und besorgt anstellt für Gegenstände, um die doch dieser Mann sich nie im geringsten bekümmert hat. Dass sich aber dies so verhalte, will ich versuchen, auch euch zu zeigen. Her also zu mir, Meletos, und sprich. Nicht wahr? Dir ist das sehr wichtig, dass die Jugend aufs Beste gedeihe. Mir freilich. So komm also und sage diesen, wer sie denn besser macht, denn offenbar weißt du es doch, da es dir so angelegen ist. Denn den Verderber hast du wohl aufgefunden, mich, wie du behauptest, und vor diese hergeführt und verklagt. So komm denn und nenne ihnen auch den Besserer und zeige an, wer es ist. Siehst du, o Meletos, wie du schweigst und nichts zu sagen weißt? Dünkt dich denn das nicht schändlich zu sein und Beweis genug für das, was ich sage, dass du dich hierum nie bekümmert hast? So sage doch, du Guter, wer macht sie besser? Die Gesetze. Aber danach frage ich nicht, Bester, sondern welcher Mensch, der freilich diese zuvor auch kennt, die Gesetze. Diese hier, o Sokrates, die Richter. Was sagst du, o Meletos? Diese hier sind imstande, die Jugend zu bilden und besser zu machen, ganz gewiss. Etwa alle? Oder einige nur von ihnen, andere aber nicht, alle? Herrlich, bei der Hera gesprochen, und ein großer Reichtum von solchen, die uns im Guten fördern. Wie aber, machen auch diese Zuhörer sie besser oder nichts? Auch diese. Und wie die Ratsherren? Auch die Ratsherren. Aber, o Meletos, verderben nicht etwa die in der Volksgemeinde, die Mitglieder der Volksgemeinde, die Jugend, oder machen auch diese alle sie besser? Auch diese. Alle Athener also machen sie, wie es scheint, gut und edel, mich ausgenommen. Ich aber allein verderbe sie,
meinst du es so? Allerdings, gar sehr meine ich es so. In eine große Unseligkeit verdammst du mich also. Antworte mir aber, dünkt es dich mit den Pferden auch so zu stehen, dass alle Menschen sie bessern und nur einer sie verdirbt? Oder ist nicht ganz im Gegenteil nur einer geschickt, sie zu bessern, oder wenige, die Bereiter, die meisten aber, wenn sie mit Pferden umgehen und sie gebrauchen, verderben sie? Verhält es sich nicht so, Meletos, bei Pferden und allen andern Tieren? Allerdings so, du und Anytos mögen es nun leugnen oder zugeben. Gar glückselig stände es freilich um die Jugend, wenn einer allein sie verdorbe, die andern aber alle sie zum Guten förderten. Aber, Meletos, du zeigst eben hinlänglich, dass du niemals an die Jugend gedacht hast und offenbarst deutlich deine Gleichgültigkeit, dass du dich nie um das bekümmert hast, weshalb du mich hierher forderst. Weiter, sag uns doch beim Zeus, Meletos, ob es besser ist, unter guten Bürgern wohnen oder unter schlechten. Lieber Freund, antworte doch, ich frage dich ja nichts Schweres. Tun die Schlechten nicht allemal denen etwas Übles, die ihnen jedesmal am nächsten sind, die Guten aber etwas Gutes? Allerdings. Ist also wohl jemand, der von denen, mit welchen er umgeht, lieber will geschädigt sein als gefördert? Antworte mir, du Guter, denn das Gesetz befiehlt dir zu antworten. Will wohl jemand geschädigt werden? Wohl nicht. Wohlan denn, forderst du mich hierher als Verderber und Verschlimmerer der Jugend, so dass ich es vorsätzlich sein soll oder unvorsätzlich? Vorsätzlich meine ich. Wie doch, o Meletos, so viel bist du weiser in deinem Alter als ich in dem meinigen, dass du zwar einsiehst, wie die Schlechten allemal denen Übles zufügen, die ihnen am nächsten sind, die Guten aber Gutes, ich aber es so weit gebracht habe im Unverstande, dass ich auch das nicht einmal weiß, wie ich, wenn ich einen von meinen Nächsten schlecht mache, selbst Gefahr laufe, Übles von ihm zu erdulden, so dass ich mir dieses große Übel vorsätzlich anrichte, wie du sagst. Das glaube ich dir nicht, Meletos. Ich meine aber auch, kein anderer Mensch glaubt es dir, sondern entweder ich verderbe sie gar nicht, oder ich verderbe sie unvorsätzlich, so dass du doch in beiden Fällen lügst. Verderbe ich sie aber unvorsätzlich, so ist es nicht gesetzlich, jemand unvorsätzlicher Vergehungen wegen hierher zu fordern, sondern ihn für sich allein zu nehmen und so zu belehren und zu ermahnen. Denn offenbar ist, dass, wenn ich belehrt bin, ich aufhören werde mit dem, was ich unvorsätzlich tue. Dich aber mit mir einzulassen und mich zu belehren, das hast du vermieden und nicht gewollt. Sondern hierher forderst du mich, wohin gesetzlich ist, nur die zu fordern, welche der Züchtigung bedürfen und nicht der Belehrung. Doch, ihr Athener, das ist wohl schon offenbar, was ich sagte, dass sich Meletos um diese Sache nie weder viel noch wenig bekümmert hat.
indes aber sage uns meletos auf welche art du denn behauptest daß ich die jugend verderbe oder offenbar nach deiner klage die du eingegeben indem ich lehre die götter nicht zu glauben welche der staat glaubt sondern allerlei neues daimonisches ist das nicht deine meinung daß ich sie durch solche lehre verderbe freilich gar sehr ist das meine meinung nun dann bei eben diesen göttern o meletos von denen jetzt die rede ist sprich noch deutlicher mit mir und mit diesen männern hier denn ich kann nicht verstehen ob du meinst ich lehre zu glauben daß es gewisse götter gäbe so daß ich also doch selbst götter glaube und nicht ganz und gar gottlos bin noch also hierdurch frevle nur jedoch die nicht die der staat glaubt und ob du mich deshalb verklagst daß ich andere glaube oder ob du meinst ich selbst glaube überall gar keine götter und lehre dies auch andere dieses meine ich daß du überall gar keine götter glaubst o wunderlicher meletos wie kommst du doch darauf dies zu meinen halte ich also auch weder Sonne noch Mond für Götter, wie die übrigen Menschen? Nein, beim Zeus, ihr Richter, denn die Sonne, behauptet er, sei ein Stein, und der Mond sei Erde. Du glaubst wohl, den Anaxagoras anzuklagen, lieber Meletos, und denkst du so geringe von diesen, und hältst sie für so unerfahren in Schriften, daß sie nicht wüßten, wie des Anaxagoras aus Klazomenai Schriften voll sind von dergleichen Sätzen. Und also auch die jungen Leute lernen wohl das von mir, was sie sich manchmal für höchstens eine Drachme in der Orchestra kaufen, um dann den Sokrates auslachen zu können, wenn er für sein ausgibt, was überdies noch so sehr ungereimt ist. Also beim Zeus, so ganz dünke ich dich, gar keinen Gott zu glauben. Nein, eben beim Zeus, auch nicht im Mindesten. Du glaubst wenig genug, o Meletos, jedoch, wie mich dünkt, auch dir selbst, denn mich dünkt dieser Mann, ihr Athener, ungemein übermütig und ausgelassen und ordentlich aus Übermut und Ausgelassenheit diese Klage wie einen Jugendstreich angestellt zu haben, denn es sieht aus, als habe er ein Rätsel ausgesonnen und wollte nun versuchen, ob wohl der weise Sokrates merken wird, wie ich Scherz treibe und mir selbst widerspreche in meinen Reden, oder ob ich ihn und die andern, welche zuhören, hintergehen werde. Denn dieser scheint mir ganz offenbar sich selbst zu widersprechen in seiner Anklage, als ob er sagte, Sokrates frevelt, indem er keine Götter glaubt, sondern Götter glaubt, wiewohl einer das doch nur im Scherz sagen kann. Erwägt aber mit mir, ihr Männer, warum ich finde, dass er dies sagt. Du aber antworte uns, o Meletos, ihr aber, was ich euch von Anfang an gebeten habe, denkt wohl daran, mir kein Getümmel zu erregen, wenn ich auf meine gewohnte Weise die Sache führe.
gibt es wohl einen menschen o meletos welcher daß es menschliche dinge gebe zwar glaubt menschen aber nicht glaubt er soll antworten ihr männer und nicht anderes und anderes getümmel treiben gibt es einen der zwar keine pferde glaubt aber doch dinge von pferden oder zwar keine flötenspieler glaubt aber doch dinge von flötenspielern nein es gibt keinen bester mann wenn du doch nicht antworten willst will ich es dir und den übrigen hier sagen aber das nächste beantworte gibt es einen welcher zwar daß es daimonische dinge gebe glaubt daimonen aber nicht glaubt es gibt keinen wie bin ich dir verbunden daß du endlich von diesen gezwungen geantwortet hast daimonisches nun behauptest du daß ich glaube und lehre sei es nun neues oder altes also daimonisches glaube ich doch immer nach deiner rede und das hast du ja selbst beschworen in der anklageschrift wenn ich aber daimonisches glaube so muß ich doch ganz notwendig auch daimonen glauben ist es nicht so wohl ist es so denn ich nehme an daß du einstimmst da du ja nicht antwortest und die daimonen halten wir die nicht für götter entweder oder doch für söhne von göttern sagst du ja oder nein ja freilich wenn ich also daimonen glaube wie du sagst und die daimonen sind selbst götter das wäre ja ganz das was ich sage daß du rätsel vorbringst und scherzest wenn du mich der ich keine götter glauben soll hernach doch wieder götter glauben läßt da ich ja daimonen glaube wenn aber wiederum die daimonen kinder der götter sind unechte von nymphen oder andern denen sie ja auch zugeschrieben werden welcher mensch könnte dann wohl glauben daß es kinder der götter gäbe götter aber nicht ebenso ungereimt wäre das ja als wenn jemand glauben wollte kinder gebe es wohl von pferden und eseln maulesel nämlich daß es aber esel und pferde gäbe wollte er nicht glauben. Also, Meletos, es kann nicht anders sein, als dass du entweder, um uns zu versuchen, diese Klage angestellt hast, oder in gänzlicher Verlegenheit, was für ein wahres Verbrechen du nur wohl vorwerfen könntest. Wie du aber irgendeinen Menschen, der auch nur ganz wenig Verstand hat, überreden willst, daß ein und derselbe Mensch daimonisches und göttliches glaubt und wiederum derselbe doch auch weder Daimonen noch Götter noch Heroen glaubt, das ist doch auf keine Weise zu ersinnen. Jedoch, ihr Athener, daß ich nicht strafbar bin in Beziehung auf die Anklage des Meletos, darüber scheint mir keine große Verteidigung nötig zu sein, sondern schon dieses ist genug. Was ich aber bereits im Vorigen sagte, daß ich bei vielen gar viel verhaßt bin, wisst nur, das ist wahr, und das ist es auch, dem ich unterliegen werde, wenn ich unterliege, nicht dem Meletos, nicht dem Anytos, sondern dem üblen Ruf und dem Hass der Menge, dem auch schon viele andere treffliche Männer unterliegen mußten und, glaube ich, noch ferner unterliegen werden,
und es ist wohl nicht zu besorgen, daß er bei mir sollte stehen bleiben. Vielleicht aber möchte einer sagen, aber schämst du dich denn nicht, Sokrates, daß du dich mit solchen Dingen befasst hast, die dich nun in Gefahr bringen zu sterben? Ich nun würde diesem die gerechte Rede entgegnen. Nicht gut sprichst du, lieber Mensch, wenn du glaubst, Gefahr um Leben und Tod müsse in Anschlag bringen, wer auch nur ein weniges Nutz ist, und müsse nicht vielmehr allein darauf sehen, wenn er etwas tut, ob es recht getan ist oder unrecht, ob eines rechtschaffenen Mannes Tat oder eines schlechten. Denn Elende wären ja nach deiner Rede die Halbgötter gewesen, welche vor Troja geendet haben und vorzüglich vor anderen der Sohn der Thetis, welcher, ehe er etwas Schändliches ertragen wollte, die Gefahr so sehr verachtete, daß, obgleich seine Mutter, die Göttin, als er sich aufmachte, den Hektor zu töten, ihm so ungefähr, wie ich glaube, zuredete: Wenn du, Sohn, den Tod deines Freundes Patroklos rächest und den Hektor tötest, so mußt du selbst sterben. Denn, sagt sie, alsbald nach Hektor ist dir dein Ende geordnet. Er dennoch, dies hörend, den Tod und die Gefahr gering achtete und weit mehr das fürchtend, als ein schlechter Mann zu leben und die Freunde nicht zu rächen, ihr antwortete: Möchte ich sogleich hinsterben, nachdem ich den Beleidiger gestraft und nicht verlacht hier sitzen an den Schiffen, umsonst die Erde belastend? Meinst du etwa, der habe sich um Tod und Gefahr bekümmert? Denn so, ihr Athener, verhält es sich in der Tat. Wohin jemand sich selbst stellt in der Meinung, es sei da am besten, oder wohin einer von seinen Obern gestellt wird, da muß er, wie mich dünkt, jede Gefahr aushaken und weder den Tod noch sonst irgendetwas in Anschlag bringen gegen die Schande. Ich also hätte Arges getan, ihr Athener, wenn ich, als die Befehlshaber mir einen Platz anwiesen, die ihr gewählt hattet, um über mich zu befehlen, bei Potidaia, bei Amphipolis und Delion, damals also, wo jene mich hinstellten, gestanden hätte wie irgendein anderer und es auf den Tod gewagt, wo aber der Gott mich hinstellte, wie ich es doch glaubte und annahm, damit ich in Aufsuchung der Weisheit mein Leben hinbrächte, und in Prüfung meiner selbst und anderer, wenn ich da den Tod oder irgend etwas fürchtend aus der Ordnung gewichen wäre. Arg wäre das, und dann in Wahrheit könnte mich einer mit Recht hierher führen vor Gericht, weil ich nicht an die Götter glaubte, wenn ich dem Orakel unfolgsam wäre und den Tod fürchtete und mich weise dünkte, ohne es zu sein. Denn den Tod fürchten, ihr Männer, das ist nichts anderes, als sich dünken, man wäre weise und es doch nicht sein. Denn es ist ein Dünkel, etwas zu wissen, was man nicht weiß. Denn niemand weiß, was der Tod ist, nicht einmal
ob er nicht für den menschen das größte ist unter allen gütern. Sie fürchten ihn aber, als wüssten sie gewiß, daß er das größte Übel ist. Und wie wäre dies nicht eben derselbe verrufene Unverstand, die Einbildung, etwas zu wissen, was man nicht weiß? Ich nun, ihr Athener, übertreffe vielleicht um dasselbe auch hierin die meisten Menschen, und wollte ich behaupten, daß ich um irgend etwas weiser wäre, so wäre es um dieses, daß, da ich nichts ordentlich weiß von den Dingen in der Unterwelt, ich es auch nicht glaube zu wissen. Gesetzwidrig handeln aber und dem Besseren, Gott oder Mensch, ungehorsam sein, davon weiß ich, daß es übel und schändlich ist. Im Vergleich also mit den Übeln, die ich als übel kenne, werde ich niemals das, wovon ich nicht weiß, ob es nicht ein Gut ist, fürchten oder fliehen. So daß, wenn ihr mich jetzt lossprecht, ohne dem Anytos zu folgen, welcher sagt, entweder sollte ich gar nicht hierher gekommen sein, oder, nachdem ich einmal hier wäre, sei es ganz unmöglich, mich nicht hinzurichten, indem er euch vorstellt, wenn ich nun durchkäme, dann erst würden eure Söhne sich dessen recht befleißigen, was Sokrates lehrt, und alle ganz und gar verderbt werden. Wenn ihr mir hierauf sagtet, jetzt, Sokrates, wollen wir zwar dem Anytos nicht folgen, sondern wir lassen dich los, unter der Bedingung jedoch, dass du diese Nachforschung nicht mehr betreibst und nicht mehr nach Weisheit suchst, wirst du aber noch einmal betroffen, dass du dies tust, so musst du sterben. Wenn ihr mich also, wie gesagt, auf diese Bedingung losgeben wolltet, so würde ich zu euch sprechen. Ich bin euch, ihr Athener, zwar zugetan und Freund, gehorchen aber werde ich dem Gotte mehr als euch, und solange ich noch atme und es vermag, werde ich nicht aufhören, nach Weisheit zu suchen und euch zu ermahnen und zurechtzuweisen. Wen von euch ich antreffe mit meinen gewohnten Reden? Wie, bester Mann, als ein Athener aus der größten und für Weisheit und Macht berühmtesten Stadt, schämst du dich nicht, für Geld zwar zu sorgen, wie du dessen aufs meiste erlangest, und für Ruhm und Ehre, für Einsicht aber und Wahrheit und für deine Seele, dass sie sich aufs Beste befinde, sorgst du nicht, und hierauf willst du nicht denken? Und wenn jemand unter euch dies leugnet und behauptet, er denke wohl darauf, werde ich ihn nicht gleich loslassen und fortgehen, sondern ihn fragen und prüfen und ausforschen. Und wenn mich dünkt, er besitze keine Tugend, behaupte es aber, so werde ich es ihm verweisen, dass er das Wichtigste geringer achtet und das Schlechtere höher. So werde ich mit Jungen und Alten, wie ich sie eben treffe, verfahren, und mit Fremden und Bürgern, um so viel mehr aber mit euch Bürgern, als ihr mir näher verwandt seid. Denn so, wisst nur, befiehlt es der Gott. Und ich meinesteils glaube, dass noch nie größeres Gut dem Staate widerfahren ist, als dieser Dienst, den ich dem Gott leiste.
denn nichts anderes tue ich, als daß ich umhergehe, um jung und alt unter euch zu überreden, ja nicht für den Leib und für das Vermögen zuvor noch überall so sehr zu sorgen, als für die Seele, daß diese aufs Beste gedeihe, zeigend, wie nicht aus dem Reichtum die Tugend entsteht, sondern aus der Tugend der Reichtum und alle andern menschlichen Güter insgesamt, eigentümliche und gemeinschaftliche. Wenn ich nun durch solche Reden die Jugend verderbe, so müssten sie ja schädlich sein. Wenn aber jemand sagt, ich rede etwas anderes als dies, der sagt nichts. Demgemäß nun würde ich sagen, ihr athenischen Männer, gehorcht nun dem Anytos oder nicht, sprecht mich los oder nicht, dass ich auf keinen Fall anders handeln werde und müsste ich noch so oft sterben. Kein Getümmel, ihr Athener, sondern harret mir aus bei dem, was ich euch gebeten, mir nicht zu toben über das, was ich sage, sondern zu hören. Auch wird es euch, glaube ich, heilsam sein, wenn ihr es hört, denn ich bin im Begriff, euch noch manches andere zu sagen, worüber ihr vielleicht schreien möchtet, aber keineswegs tut das, denn wisst nur, wenn ihr mich tötet, einen solchen Mann, wie ich sage, so werdet ihr mir nicht größer Leid zufügen als euch selbst, denn Leid zufügen wird mir weder Meletos noch Anytos im Mindesten. Sie könnten es auch nicht, denn es ist, glaube ich, nicht in der Ordnung, dass dem besseren Manne von dem schlechteren Leides geschehe. Töten freilich kann mich einer, oder vertreiben, oder des Bürgerrechtes berauben. Allein dies hält dieser vielleicht und sonst mancher für große Übel, ich aber gar nicht, sondern weit mehr dergleichen tun, wie dieser jetzt tut, einen andern widerrechtlich suchen hinzurichten. Daher bin ich auch jetzt, ihr Athener, weit entfernt, um meiner selbst willen mich zu verteidigen, wie einer wohl denken könnte, sondern um euretwillen, damit ihr nicht gegen des Gottes Gabe an euch etwas sündiget durch meine Verurteilung. Denn wenn ihr mich hinrichtet, werdet ihr nicht leicht einen andern solchen finden, der ordentlich, sollte es auch lächerlich gesagt scheinen, von dem Gotte der Stadt beigegeben ist, wie einem großen und edlen Rosse, das aber eben seiner Größe wegen sich zur Trägheit neigt und der Anreizung durch den Sporn bedarf, wie mich der Gott dem Staate als einen solchen zugelegt zu haben scheint, der ich auch euch einzeln anzuregen, zu überreden und zu verweisen den ganzen Tag nicht aufhöre, überall euch anliegend. Ein anderer solcher nun wird euch nicht leicht wieder werden, ihr Männer. Wenn ihr also mir folgen wollt, werdet ihr meiner schonen. Ihr aber werdet vielleicht verdrießlich, wie die Schlummernden, wenn man sie aufweckt, um euch stoßen und mich, dem Anytos folgend, leichtsinnig hinrichten, dann aber das übrige Leben weiter fortschlafen, wenn euch nicht der Gott wieder einen andern zuschickt aus Erbarmen. Dass ich aber ein solcher bin, der wohl von dem Gotte der Stadt mag geschenkt sein,
das könnt ihr hieraus abnehmen, denn nicht wie etwas Menschliches sieht es aus, daß ich das meinige samt und sonders versäumt habe und so viele Jahre schon ertrage, daß meine Angelegenheiten zurückstehen, daß ich aber immer die eurigen betreibe, an jeden einzeln mich wendend und wie ein Vater oder älterer Bruder ihm zuredend, sich doch die Tugend angelegen sein zu lassen. Und wenn ich hiervon noch einen Genuss hätte und um Lohn andere so ermahnte, so hätte ich noch einen Grund. Nun aber seht ihr ja selbst, dass meine Ankläger, so schamlos sie mich auch alles andern beschuldigen, dieses doch nicht erreichen konnten, mit ihrer Schamlosigkeit einen Zeugen aufzustellen, dass ich jemals einen Lohn mir ausgemacht oder gefordert hätte. Ich aber stelle, meine ich, einen hinreichenden Zeugen für die Wahrheit meiner Aussage, meine Armut. Vielleicht könnte auch dies jemanden ungereimt dünken, dass ich, um Einzelnen zu raten, umhergehe und mir viel zu schaffen mache, öffentlich aber mich nicht erdreiste, in eurer Versammlung auftretend, dem Staate zu raten. Hiervon ist nun die Ursache, was ihr mich oft und vielfältig sagen gehört habt, dass mir etwas Göttliches und Daimonisches widerfährt, was auch Meletos in seiner Anklage auf Spott gezogen hat. Mir aber ist dieses von meiner Kindheit an geschehen. Eine Stimme nämlich, welche jedes Mal, wenn sie sich hören lässt, mir von etwas abredet, was ich tun will. Zugeredet aber hat sie mir nie. Das ist es, was sich mir widersetzt, dass ich nicht soll Staatsgeschäfte betreiben. Und sehr mit Recht scheint es mir, sich dem zu widersetzen. Denn wisst nur, ihr Athener, wenn ich schon vor langer Zeit unternommen hätte, Staatsgeschäfte zu betreiben, so wäre ich auch schon längst umgekommen und hätte weder euch etwas genutzt, noch auch mir selbst. Werdet mir nur nicht böse, wenn ich die Wahrheit rede, denn kein Mensch kann sich erhalten, der sich, sei es nun euch oder einer andern Volksmenge, tapfer widersetzt und viel Ungerechtes und Gesetzwidriges im Staate zu verhindern sucht, sondern notwendig muss, wer in der Tat für die Gerechtigkeit streiten will, auch wenn er sich nur kurze Zeit erhalten soll, ein zurückgezogenes Leben führen, nicht ein öffentliches. Tüchtige Beweise will ich euch hiervon anführen, nicht in Worten, sondern, was ihr höher achtet, Tatsachen. Hört also von mir, was mir selbst begegnet ist, damit ihr seht, dass ich auch nicht einem nachgeben würde gegen das Recht aus Todesfurcht und zugleich, dass, wenn ich das nicht täte, ich umkommen müsste. Ich werde euch freilich unangenehme und langweilige Geschichten erzählen, aber doch wahre. Ich nämlich, ihr Athener, habe niemals irgendein anderes Amt im Staate bekleidet, als nur im Rate bin ich gesessen. Und eben hatte unser Stamm, der Antiochische, den Vorsitz, als ihr den Anschlag fasstet, die 10 Heerführer, welche die in der Seeschlacht gebliebenen nicht begraben hatten, sämtlich zu verurteilen, ganz gesetzwidrig, wie es späterhin euch allen dünkte.
da war ich unter allen prytanen der einzige der sich euch widersetzte damit ihr nichts gegen die gesetze tun möchtet und euch entgegenstimmte und obgleich die redner bereit waren mich anzugeben und gefangen zu setzen und ihr es fordertet und schriet so glaubte ich doch ich müßte lieber mit dem recht und dem gesetz die gefahr bestehen als mich zu euch gesellen in einem so ungerechten vorhaben aus furcht des gefängnisses oder des todes und dies geschah als im staat noch das volk herrschte nachdem aber die regierung an einige wenige gekommen so ließen einst die 30 mich mit noch 4 anderen auf die tholos holen und trugen uns auf den salaminier leon aus salamis herzubringen um ihn hinzurichten wie sie denn dergleichen vieles vielen andern auch auftrugen um so viele als irgend möglich in verschuldungen zu verstricken auch da nun zeigte ich wiederum nicht durch worte sondern durch die tat daß der tod wenn euch das nicht zu bäurisch klingt mich auch nicht das mindeste kümmerte nichts ruchloses aber und nichts ungerechtes zu begehen mich mehr als alles kümmert denn mich konnte jene regierung so gewaltig sie auch war nicht so einschrecken daß ich etwas ungerechtes getan hätte sondern als wir von der tholos herunterkamen gingen die 4 nach salamis und brachten den Leon. Ich aber ging meines Weges nach Hause, und vielleicht hätte ich deshalb sterben gemußt, wenn nicht jene Regierung kurz darauf wäre aufgelöst worden. Dies werden euch sehr viele bezeugen können. Glaubt ihr nun wohl, daß ich so viele Jahre würde durchgekommen sein, wenn ich die öffentlichen Angelegenheiten verwaltet und, als ein redlicher Mann sie verwaltend, überall dem Recht geholfen und dies, wie es sich gebührt, über alles gesetzt hätte, weit gefehlt, ihr Athener, und ebenso wenig irgendein anderer Mensch. Ich also werde mein ganzes Leben hindurch öffentlich, wo ich etwas verrichtet und ebenso auch für mich als ein solcher erscheinen, daß ich nie einem jemals irgend etwas eingeräumt habe wider das Recht, weder sonst jemand noch auch von diesen einem, die meine Verleumder meine Schüler nennen. Eigentlich aber bin ich nie irgendjemandes Lehrer gewesen. Wenn aber jemand, wie ich rede und mein Geschäft verrichte, Lust hat zu hören, jung oder alt, das habe ich nie jemandem missgönnt. Auch nicht etwa nur, wenn ich Geld bekomme, unterrede ich mich, wenn aber keines, dann nicht. Sondern auf gleiche Weise stehe ich dem Armen wie dem Reichen bereit zu fragen, und wer da will, kann antworten und hören, was ich sage. Und ob nun jemand von diesen besser wird oder nicht, davon bin ich nicht schuldig, die Verantwortung zu tragen, da ich Unterweisung hierin weder jemals jemandem versprochen, noch auch erteilt habe. Wenn aber einer behauptet, jemals von mir etwas gelernt oder gehört zu haben, insbesondere, was nicht auch alle anderen gelernt oder gehört haben, so wisst, dass er nicht die Wahrheit redet. Aber weshalb halten sich wohl einige so gern seit langer Zeit zu mir,
das habt ihr gehört, Athener, ich habe euch die ganze Wahrheit gesagt, dass sie nämlich diejenigen gern mögen ausforschen hören, welche sich dünken, weise zu sein und es nicht sind, denn es ist nicht unerfreulich. Mir aber ist dieses, wie ich behaupte, von dem Gotte auferlegt zu tun, durch Orakel und Träume und auf jede Weise, wie nur je göttliche Schickung einem Menschen etwas auferlegt hat, zu tun. Dies, ihr Athener, ist ebenso wahr als leicht zu erweisen, denn wenn ich von unseren Jünglingen einige verderbe, andere verderbt habe, so würden doch, wenn einige unter ihnen bei reiferem Alter eingesehen hätten, dass ich ihnen je in ihrer Jugend zum Bösen geraten, diese selbst jetzt aufstehen, um mich zu verklagen und zur Strafe zu ziehen. Wollten sie aber selbst nicht, so würden irgendwelche von ihren Verwandten, Eltern, Brüder oder andere Angehörige, wenn ich ihren Verwandten irgend Böses zugefügt, es mir jetzt gedenken. Auf jeden Fall sind ja viele von ihnen hier zugegen, die ich sehe. Zuerst hier Kriton, mein Alters- und Gemeindegenosse, der Vater dieses Kridobulos, dann Lysanias aus Phettos, dieses Eichenes Vater, auch Antiphon aus Kephysia, des Epigenes Vater, und andere sind diese, deren Brüder meines Umganges geflogen. Nikostiatos, des Theos Dodites Sohn, der Bruder des Theodotos, und zwar ist Theodotos tot, der ihn also nicht kann beschwichtigt haben, und Paralos, des Demodokos Sohn, dessen Bruder Theages war, und Adaimantos, des Ariston Sohn, der Bruder dieses Platon, und Aiantodoros, dessen Bruder dieser Apolldoros ist, und noch viele andere kann ich euch nennen, von denen doch vor allen Dingen Meletos in seiner Rede irgendeinen zum Zeugen sollte aufgerufen haben. Hat er es aber damals vergessen, so rufe er noch einen auf. Ich lasse ihm freie Bahn, und er sage es, wenn er so etwas hat. Allein hiervon werdet ihr ganz das Gegenteil finden, ihr Männer, alle willig mir beizustehen, mir dem Verderber, dem Unheilstifter ihrer Verwandten, wie Meletos und Anytos sagen, denn die Verführten selbst könnten vielleicht Grund haben, mir beizustehen, aber die Unverderbten, schon reiferen Männer, die ihnen verwandt sind, welchen andern Grund hätten diese, mir beizustehen, als den Gerechten und Billigen, dass sie wissen, Meletos lügt, ich aber rede die Wahrheit. Wohl, ihr Männer, was ich zu meiner Verteidigung zu sagen wüsste, das ist etwa dieses und vielleicht mehr dergleichen. Vielleicht aber wird mancher unter euch unwillig gegen mich, wenn er an sich selbst denkt, wenn er etwa bei Durchfechtung eines vielleicht weit leichteren Kampfes als dieser die Richter gebeten und gefleht hat unter vielen Tränen und seine Kinder mit sich herausgebracht, um nur möglichst viel Erbarmen zu erregen und viele andere von seinen Verwandten und Freunden, ich aber von dem allen nichts tun will, und das, da ich, wie es scheinen kann, in der äußersten Gefahr schwebe. Vielleicht wird mancher,
dies bedenkend seine eitelkeit von mir gekränkt fühlen und eben hierüber erzürnt im zorn seine stimme abgeben wenn jemand unter euch so gesinnt ist ich glaube es zwar nicht aber wenn doch so denke ich meine rede wird zu billigen sein wenn ich ihm sage auch ich o bester habe so einige verwandte denn auch ich wie homeros sagt nicht der eiche entstamme ich oder dem felsen sondern menschen daher ich denn verwandte habe und auch söhne ihr athener drei einer schon herangewachsen zwei noch kinder dennoch aber werde ich keinen hierher bringen um euch zu erbitten daß ihr günstig abstimmen möget warum doch werde ich nichts dergleichen tun nicht aus eigendünkel ihr athener noch daß ich euch geringschätze sondern ob ich etwa besonders furchtlos bin gegen den tod oder nicht das ist eine andere sache aber in beziehung auf das was rühmlich ist für mich und euch und für die ganze stadt dünkt es mich anständig daß ich nichts dergleichen tue zumal in solchem alter und im besitz dieses rufes sei er nun gegründet oder nicht angenommen ist doch einmal daß sokrates sich in etwas auszeichnet vor andern menschen wenn nun die unter euch dafür gelten sich auszeichnen durch weisheit oder tapferkeit oder welche andere tugend es sei sich so betragen wollten das wäre schändlich wie ich doch öfters gesehen habe daß manche die sich etwas dünken doch wenn sie vor gericht standen ganz wunderliche dinge anstellten meinend was ihnen arges begegnete wenn sie etwas sterben müßten gleich als würden sie unsterblich sein wenn ihr sie nur nicht hinrichtetet solche dünkt mich machen der stadt schande so daß wohl mancher fremde denken mag diese ausgezeichneten männer unter den athenern denen sie selbst unter sich bei der wahl der obrigkeiten und allem was sonst ehrenvoll ist den vorzug einräumen betragen sich ja nichts besser als die weiber dergleichen also ihr athener dürfen weder wir tun die wir dafür gelten auch nur irgend etwas zu sein noch auch wenn wir es täten dürft ihr es dulden sondern eben dies müßt ihr zeigen daß ihr weit eher den verurteilt der euch solche trauerspiele vorführt und die stadt lächerlich macht als den der sich ruhig verhält abgesehen aber von dem rühmlichen dünkt es mich auch nicht einmal recht den richter zu bitten und sich durch bitten loszuhelfen sondern belehren muß man ihn und überzeugen denn nicht dazu ist der richter gesetzt das recht zu verschenken sondern es zu beurteilen und er hat geschworen nicht sich gefällig zu erweisen gegen wen es ihm beliebt sondern recht zu sprechen nach den gesetzen also dürfen weder wir euch gewöhnen an den meineid noch ihr euch gewöhnen lassen sonst würden wir von keiner seite fromm handeln mutet mir also nicht zu ihr athener dergleichen etwas gegen euch zu tun was ich weder für anständig halte noch für recht noch für fromm zumal ich ja beim Zeus eben auch der Gottlosigkeit angeklagt bin von diesem Meletos denn offenbar
wenn ich euch durch bitten zu etwas überredete oder nötigte gegen euren schwur, dann lehrte ich euch, nicht zu glauben, dass es Götter gebe, und recht durch die Verteidigung klagte ich mich selbst an, dass ich keine Götter glaubte. Aber weit gefehlt, dass es so wäre. Wohl glaube ich an sie, ihr Athener, wie keiner von meinen Anklägern, und ich überlasse euch und dem Gotte, über mich zu entscheiden, wie es für mich das Beste sein wird und für euch. Ende von des Sokrates Verteidigung 2.